hier ist wieder Zeta, aka Devilmaus von TheYoungFamily.de und zu einer geheimen Mission, wie ich schon in der letzten Runde angekündigt hatte. Ja, wir haben das Ganze natürlich vorbereitet. Wir haben auf der Map halt unsere Bombe markiert an Punkt 2 und am Punkt 1, den wir nachher unter Beschuss mal nehmen werden. Ja, wir sitzen jetzt hier und warten, dass hier erstmal ein Fahrzeug vorbeikommt. Ich möchte mich ungern vorher verraten. Beziehungsweise doch, wir werden es uns... Doch, Leute, damit ihr ein bisschen eine Action bekommt, werden wir uns einmal ganz kurz ausrüsten und gucken, dass wir diesen Kollegen jetzt einmal erwischen. Oh, er ist ziemlich tief geflogen. Wir haben ihn auf jeden Fall anvisiert. Wir werden ihn uns holen. Lieber Freund, du wirst down gehen. Das verspreche ich dir, wenn wir ihn erwischt. Definitiv. Jetzt in der Hoffnung, dass hier möglichst schnell ein Fahrzeug vorbeikommt. Da kommt noch ein großer Heli, glaube ich. Ich glaube, ich höre noch einen großen. Da hinten seht ihr ihn sogar schon. Ja, er kommt hier auch lang geflogen. Das heißt, er dreht ab oder dreht er nicht ab? Nein, er kommt genau hier lang geflogen. Okay, mein Freund, du bist der Nächste im Bunde. Ich weiß, diesmal erwische ich dich. Und gleich fliegst gleich über uns weg. Na, wir sehen ihn doch an. Wir haben ihn. So, jetzt haben wir uns natürlich unsere Position verraten. Das heißt, hier wird ziemlich schnell auf jeden Fall einer vorbeikommen. Ihr seht, ich habe jetzt noch ein paar Punkte gemacht und wieder ein paar Gegner eliminiert. Wir werden uns jetzt an unseren nächsten Anschlagspunkt begeben. In der Hoffnung, dass uns hier niemand so schnell finden wird. Hier habe ich keinen guten Ausblick auf die... Ja doch, hier habe ich ein bisschen so die Straße im Blick. Und ich sehe ungefähr, wenn ein Fahrzeug, wenn er vorbeifährt. Das nächste Fahrzeug wird auf jeden Fall mein sein. Ich habe jetzt gerade gut Punkte gemacht. Da kommt ein Fahrzeug. Er wird langfahren. Wir haben ihn nicht erwischt. Das ist schade. Okay, Leute. Ich werde jetzt wieder weiter meine Position wechseln. Weil die ganz genau wissen, dass jetzt hier einer in der Nähe ist. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall gut weg. Ein gutes, weites Stück. Ich habe ihn, glaube ich, die Reifen, habe ich ihn zersprengt oder nicht? Ach man, Leute. Ihr seht aber, wenn man hier ein bisschen wartet, ein bisschen Taktik anwendet, lohnt sich das auf jeden Fall. Ich bin in der Hoffnung, dass hier gleich das nächste Fahrzeug vorbeigeschossen kommt. Worauf ich dann halt losgehen werde. Na, ich werde mir meine gute Waffe nehmen. Huch, nee, das wollte ich natürlich nicht. Meine gute Waffe, ne? Werde mich jetzt ein wenig in Lauerposition begeben. Sehe natürlich recht wenig, aber... Na, da schießt einer. Ah, er hat auf mich geschossen, tatsächlich. Er hat mich erwischt. Was für ein Sack. Gut, der Sniper hat uns erwischt. Und ihr habt gesehen, also diese Taktik lohnt sich auf jeden Fall. Wir werden jetzt einfach respawnen. Ich werde jetzt wieder zu meinem Raketenwerfer so zurückswitchen. Zu meinem anderen. Und, werde dann einfach... nochmal einen Stadtkampf halt vorgehen, ne, wenn es euch Bock macht oder so, vielleicht zu schauen. Hier wartet auch schon ein netter Kollege auf mich. Boah, es wird jetzt gerade ein bisschen laut, es tut mir leid. Als Passagier steigen wir ein. So, mit der Freund. Wir gehen jetzt mal von mir vor, es ist normalerweise leise. Normalfall. Ja, ihr seht, es wird leise. Der Grund, warum wir jetzt nicht hier hingehen, ist halt, weil er genau weiß, oder die jetzt genau wissen aus der Base halt, also ich bin... Der Punkt ist hier kritisch, weil hier meckern die immer rum. Hier bei dem Punkt bin ich aber der Meinung, da sind die selber schuld, ne, wenn man dort angreift, halt, weil das ist weit genug weg. Das sind über 1000 Meter. Ich muss zwischendurch gucken, wo wir lang fliegen. Wir fliegen hier lang, gerade unten. Wenn man sie hier angreift, dann wissen sie, dass man hier ist und dann werden die auf jeden Fall hier auch ein bisschen verstärkt kontrollieren. Aber ich denke mal, ich habe guten Bonus jetzt dadurch bekommen. Wir sind gleich in der Nähe von Kavala, beziehungsweise an unserem Abstiegspunkt. Na, ich sehe das schon rechts auf der Map. Jetzt geht's auch schon gut her und ich denke, der Kollege. Ja, es sieht so aus, er wird landen auf jeden Fall. Na, er wird hier vorne gleich landen. Oh, jetzt, okay. Frage, ob es sinnvoll ist. Sollte sinnvoll sein. Ich werde mich Richtung Punkt wieder begeben. Und, ja, ich spreche auf den Kollege. Von unten wird geschossen. Ich weiß gerade noch nicht von wo.
Feuermodus sollte ich auf jeden Fall gleich aktivieren. Ich weiß nicht genau, von wo derjenige geschossen hat. Ulala. Na, wer mag mich denn hier nicht? Oh, hier mag mich auf jeden Fall einer nicht gerade. Das hört sich an, als wenn ein Fahrzeug das wäre. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Ich mache mal kurz die Tür zu. Einfach nur um kurz mal einen kleinen Überblick zu bekommen. Hier sollte normalerweise eigentlich nichts abgehen. Wenn dann halt von der Seite. Und da muss ich auch hin. Dort werde ich mich jetzt auch hinbegeben. In der Hoffnung, wie gesagt, wenn ich jemand begegnen sollte. Ich bin mittlerweile meiner Meinung nach recht schnell geworden. Wenn ich jemanden sehen sollte. Wenn derjenige mich natürlich vorher sieht, habe ich Pech. Es ist taghell, es ist Kavala und das ist gefährlich. Oh mein Gott, Leute. Da seht ihr schon Buggy. Gestrandet, ich bin ja gesagt, hier, ihr wisst schon, Quad. Oh Gott, der Turm, es sieht nicht gut aus. Im Turm ist, glaube ich, keiner von uns drin. Das ist kein gutes Zeichen für mich. Wenn die Türen geschlossen sind, ist meistens ein gutes Zeichen für mich. Ich werde mich jetzt einmal ganz kurz einmal buckern. Oh Leute, das ist spannend. Ich werde einmal ganz kurz mir die Map einmal angucken, damit ich weiß, wo ich ungefähr bin und nicht wundern. Okay, gut. Alter, hat er mich jetzt erschreckt, der Kollege hier. Das darfst du nicht machen, mein Freund. Ich hab in der Meinung, ich hab da gar noch einen gesehen. Oder war das mal ein Zeichen von unseren Leuten? Ich überlege, ob ich mich wieder Richtung Turm begebe oder einfach mal ein bisschen den Stadtkampf mit euch mache. Ich werde einfach ein bisschen Stadtkampf mit euch machen. Denke ich mal, ist sinnvoll. Ich muss hier aber trotzdem irgendwo rechts lang. Und da aus, ja, ich möchte hier raus. Ich will hier raus. Raus, 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 raus. Oh, ich hasse diese Tür. Na, ich möchte jetzt nicht die Schüsse verwarten. Ich werde einfach nochmal zurückgehen, was hier abgeht. Das ist einer von uns. Er rennt gerade ziemlich langsam. Ich mache jetzt schon mal die Tür auf. Und dann werden wir den Kollegen mal ein wenig helfen. Wenn ich ihn sehe. Nee, er meint nicht mich. Zum Glück. Ich werde einfach probieren, Richtung Turm wieder zu bekommen, weil ich finde den Turm dann doch ganz sinnvoll, wenn es hier dann so abgeht. Ich bin der Hoffnung, dass mich hier niemand gleich wieder rettern wird. Von da aus, wir werden einfach mal den Turm einmal kurz saven. Ich weiß, ich habe gesagt, wir gehen durch die Stadt, aber wir gucken uns einmal kurz einmal um, ob hier nicht ein Kollege rumrennt von Gegnern. Und schauen uns einfach einmal kurz die Lage an. Ich glaube, in dem Turm war ich hier letztes Mal, oder? Kann das sein? Nee, in dem Turm war ich letztes Mal nicht, weil ich rot war. Aber der Turm sieht ziemlich safe aus. Wir werden trotzdem einfach mal einmal kurz kampieren. Richtung Hauptgebiet ist dort. Mal sehen, was wir hier für einen Überblick haben. Ob wir hier irgendwas sehen. Vielleicht haben wir Glück. Hier geht natürlich richtig der Bär ab. Ne? Ihr merkt das ja schon. Ich habe das Gefühl, hier oben ist noch einer auf dem Dach drauf. Kann das sein? Ne, wenn hier einer drauf ist, wäre... Oh nein, das ist unten gewesen. Okay, gut. Jetzt sind wir einmal umsonst hier rumgerannt. Wir werden uns jetzt wieder... Oh Gott, unsere Kollegen sind umgekommen. Durch was auch immer. Da fährt ein Fahrzeug, glaube ich, soweit ich gehört habe. Na, schaffen wir es? Ne, leider schaffen wir es nicht. Aber er wird hier drüben gleich langfahren. Und dann werden wir uns ihn holen. Na, wir haben ihn leider nicht erwischt diesmal. Ach, man kann nicht immer so ein Glück haben. Ne? Der Pech ist, die Leute wissen jetzt nicht, dass wir hier oben sind, wie immer. Ne? Das heißt, wir werden gleich die Position wechseln. Wenn wir uns wieder ein wenig ausgeruht haben. Mist, ich hätte ihn eigentlich erwischen müssen. Das war ein bisschen schade, muss ich sagen. So, schauen wir mal, ob hier irgendwelche rumrennen, die uns nicht mögen. Wenn einer hochkommt, kommt der von da, das muss ich mir merken. Wenn einer kommt, wie gesagt. Ne? Hier rennen aber recht wenig Leute rum. Mist, den Dings hätte ich auf jeden Fall erwischen müssen. Das wäre gut gewesen. Ich bin hier alleine, das macht mir ein bisschen Sorgen. Wir werden uns jetzt das Zimmer weiter bewegen, wir werden uns einfach ganz kurz einmal ausruhen. Und dann in diese Richtung muss ich mir merken, wenn wir uns weiter fortbewegen. Ich möchte ganz gerne noch ein bisschen so offenen Kampf halt haben. Nicht nur diesen. Okay.
Campingkampf diese Runde. Mal gucken, ob es auch anders geht. Ja, liebe Freunde, ich bin hier natürlich sehr, sehr offen. Das ist immer sehr, sehr dangerous. Und ich werde trotzdem mein Bestes geben, mich hier von Haus zu Haus einigermaßen vorzukämpfen. Ich habe hier leider gar keinen Plan, wie die Gegner jetzt gerade so sein können. Da hinten habe ich gerade, glaube ich, was gesehen, da in diesem Fahrzeug. Wir könnten gucken, ich weiß nicht genau, wie weit das weg ist. Wie weit ist der Kollege weg? Ach Mist, er hat mich vorher gesehen. Scheiße. Ach, Leute. Gut. Das heißt, wir werden auf eine neue Runde gehen. Ja, man sieht, man kann nicht immer nur gewinnen. Ich hätte ihn einfach erwischen müssen. Das war davor das Problem beim ersten Mal. Ne? Und so dumm ist, jetzt fliegt der Helikopter auch schon weg. Ja, ich überlege, was ich euch vielleicht auch noch zeigen könnte. Ich könnte auch eine Runde Kurierdienst mit Piloten einspielen. Da hier aber auch schon... Was ist das? Ist das ein normaler? Muss ich mal kurz gucken. Nein, das ist ein Pony, also ein Bewaffneter, der heißt, der kann nur zwei Leute transportieren, also der wird mich nicht mitnehmen. Hier hat sich einer erstmal einen netten fetten Panzer gekauft. Heidi Geidi. Na, ihr seht, also hier gehen auch Sachen ab, also Panzer kann man sich auch holen. Sehr, sehr nettes Teil, wie ihr seht. Und ist ja auch sehr, sehr mächtig. Schauen wir mal, was der wegreißt. So. Der Pony wird mich, wie gesagt, nicht mitnehmen. Ich möchte jetzt auch ungern rumstehen. Aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt den Heli-Piloten selber spielen. Leute, was mache ich? Ah, es hat sich einer Heli gekauft. Sehr, sehr gute Aktion. Cooler Junge. Ich bin schon auf dem Weg, mein kleiner Freund. Ja, wenn ihr natürlich Bock habt auf Arma 3, könnt ihr euch den Link in der Beschreibung, das seht ihr auf jeden Fall immer, könnt euch das Spiel kaufen. Sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Ja, ihr seht, ihr könnt halt verschiedene Modifikationen und sowas halt spielen. Es wird auch für Epoch zum Beispiel, das werde ich glaube ich auch mal anzocken. Ich werde mich einfach kurz wieder ein bisschen rausbegeben, damit ihr mich ein bisschen wieder hört. Hier sind viele Leute auf dem Weg gestorben, es sind gerade sehr, sehr wenig Leute von uns in der Zone. Also ich kann das Ganze vielleicht noch umreißen, das wird aber sehr, sehr schwierig. Gut, wir fliegen wahrscheinlich sehr, sehr langsam, wie ich gerade sehe. Ich weiß gar nicht, wo war denn der Kollege vorhin gelandet? War das hier? Ich würde mir meinen Landepunkt, wenn ich hier wäre, würde ich da landen. Wir können das Ganze natürlich auch mal ein bisschen von innen ansehen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Oh, hier haben wir einen weiteren UG neben mir. Oh Gott, da war ein Heli. Jet. Der hat uns auf jeden Fall verfolgt. Ah, der Kollege wird wieder landen. Er landet an der gleichen Stelle und wir werden unter Beschuss genommen. Er sollte... aussteigen, weg von hier in den bösen Ort. Und hier ist auch noch eine Ladung. Oh, ich wusste, dass wir gesprengt werden. Ich habe diese Ladung auch noch gesehen. Das ist so grauenhaft, oh nein. Oh. Okay, also es gibt anscheinend gute Piloten, es gibt schlechte Piloten. Wieso ist es immer? Ich hoffe, hier steht gleich ein Heli oder sowas bereit. Wahrscheinlich durch mein Glück natürlich wieder nicht. Leider nicht, nee. Ach, schwierig. Leute, was machen wir? Ah, da hat sich einer ein Heli gekauft. Gut. Das heißt, wir werden auf eine neue Runde gehen. Ja, man sieht, man kann nicht immer nur gewinnen. Ich hätte ihn einfach erwischen müssen. Das war davor das Problem beim ersten Mal. Ne? Und das Dumme ist, jetzt fliegt der Helikopter auch schon weg. Ja, ich überlege, was ich euch vielleicht auch noch zeigen könnte. Ich könnte auch eine Runde Kurierdienst mit Piloten einspielen. Da hier aber auch schon... Das ist das normaler, muss ich mal kurz gucken. Nein, das ist ein Pony, also ein Bewaffneter, der heißt, der kann nur zwei Leute transportieren, also der wird mich nicht mitnehmen. Hier hat sich einer erstmal einen netten fetten Panzer gekauft. Heidi Geidi. Na, ihr seht, also hier gehen auch Sachen ab, also Panzer kann man sich auch holen. Sehr, sehr nettes Teil, wie ihr seht. Also auch sehr, sehr mächtig. Schauen wir mal, was der wegreißt. So. Der Pony wird mich, wie gesagt, nicht mitnehmen. Ich möchte jetzt auch ungern rumstehen, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt den Heli-Piloten selber spielen. Leute, was mache ich? Ah, es hat sich einer Heli gekauft, sehr, sehr gute Aktion. Cooler Junge. Ich bin schon auf dem Weg, mein kleiner Freund.
Ja, wenn ihr natürlich Bock habt auf Arma 3, könnt ihr euch einen Link in der Beschreibung, das seht ihr auf jeden Fall immer, könnt euch das Spiel kaufen. Sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Ja, ihr seht, ihr könnt halt verschiedene Modifikationen und sowas halt spielen. Es wird auch für Epoch zum Beispiel, das werde ich glaube ich auch mal anzocken. Ich werde mich einfach kurz wieder ein bisschen rausbegeben, damit ihr mich ein bisschen wieder hört. Hier sind viele Leute auf dem Weg gestorben, es sind gerade sehr, sehr wenig Leute von uns in der Zone. Also ich kann das Ganze vielleicht noch umreißen, das wird aber sehr, sehr schwierig. Gut, wir fliegen wahrscheinlich sehr, sehr langsam, wie ich gerade sehe. Ich weiß gar nicht, wo war denn der Kollege vorhin gelandet? War das hier? Ich würde mir meinen Landepunkt, wenn ich hier wäre, würde ich da landen. Können wir das Ganze natürlich auch mal ein bisschen von innen ansehen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Oh, hier haben wir einen weiteren Fuki neben mir. Quattaban Heli, Jet. Der hat uns auf jeden Fall verfolgt. Ah, der Kollege wird wieder landen. Er landet an der gleichen Stelle. Oh, wir werden unter Beschuss genommen. Er sollte... aussteigen und weg von hier in den bösen Ort. Ich weiß auch noch eine Ladung. Oh, ich wusste, dass wir gesprengt werden. Ich habe diese Ladung auch noch gesehen. Das ist so grauenhaft, oh nein. Oh. Okay, also es gibt anscheinend gute Piloten, es gibt schlechte Piloten. Wieso ist es immer? Ich hoffe, hier steht gleich ein Heli oder sowas bereit. Wahrscheinlich durch mein Glück natürlich wieder nicht. Leider nicht, nee. Ach, ist schwierig. Leute, was machen wir? Ah, da hat sich einer ein Heli gekauft. Oh Gott, ich werde hier beschossen. Ich weiß nicht von wo. Bus kommt auch lang gefahren. Oh, feindlicher leider sogar auch. Ah, hier ist sogar einer ausgestiegen. Den werden wir uns jetzt holen. Wir haben ihn gesehen. Na, wo ist er, Kollege? Ach komm, was war das denn bitte? Also komm, das war ja nur... Ah, Leute, ihr habt gesehen, also man, das war ja irgendwie jetzt gerade komisch. Naja, der Kollege kann mich nicht gesehen haben. Ihr habt's gesehen, also ich habe was gehört, aber die Granate ist gleich explodiert. Als Maul. Entschuldigung. Weil das ist immer ein bisschen nervig, ne? Ich überlege, ob jetzt hier... Ne, wir werden es einfach weiter probieren. Den Kollegen, den hatte ich aber eigentlich normalerweise locker holen müssen, weil, also, das war schon echt komisch, muss ich leider sagen. Ja, können wir. Ich bin jetzt heute mal auf dem deutschen Server wieder, der da hinten repariert sich, glaube ich, gerade. Gut, neue Runde, neues Glück, meine Freunde. Diesmal werde ich, einmal auf der Bank auch Platz nehmen, das möchte ich nämlich ganz gerne, weil man dort von dort noch schießen kann. Das ist auch ganz coole Optik. Übererdet. Ja, ich habe mir hier halt eine Safi halt geholt. Ganz cooles Maschinengewehr auf jeden Fall. Darf ich hier nicht gucken, leider. Na, steigt ein, Kollege. Ja. Oh, das ist so laut. Ich gehe lieber bei den Innenansicht, das ist nicht ganz so laut. Ein bisschen angenehmer. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr halt natürlich von oben schießen. Einfach mal kurz probieren. Man kann nicht mehr da nicht.